Auch Luisa wünscht sich das. Die hat hier in Berlin mit den Klimastreiks angefangen und ist ordentlich rumgekommen, war auch auf der Klimakonferenz damals dabei und hat Greta da kennengelernt. Und mit einem tosenden Applaus bitte ich Sie jetzt mal auf die Bühne. Hi. Geil, dass ihr da seid. Ein riesen Applaus. Danke, Luis, für die charmante Vorstellung. Ja, hi, ich bin Luisa. Vor genau 15 Wochen standen wir mit 200 Leuten vor dem Bundestag und hatten keine Ahnung, wie man streikt. Wir hatten keine Lautsprecher, die laut genug waren, dass man uns hört. Und ich glaube, ein Medienvertreter war da. Und das fanden wir ziemlich cool. Krass, 15 Wochen später und wir stehen hier. Das ist fett und spricht für uns, spricht für eine sehr politische Generation, spricht aber auch sehr viel über die Klimapolitik in diesem Land. Und was wir in den letzten 15 Wochen erlebt haben, ist eine mittelmäßige Katastrophe. Viele sagen, wow, ihr geht auf die Straße, das ist ein Riesenerfolg. Sorry Leute, es ist kein Erfolg. Es spricht für uns, ja, aber da hört es auf. Weil für den Planeten bringt es gar nichts, wenn Frau Merkel sagt, schön, dass Sie streiken. Für den Planeten bringt es auch nichts, dass wir seit 15 Wochen streiken. Für den Planeten bringt es auch nichts, dass wir immer und immer wieder sagen, mach doch was, wenn dann nichts passiert. Ja, das ist... Und das heißt, eins ist klar. Solange die Regierung nicht handelt, solange in den Gebäuden um uns herum, solange die wichtigen Anzugträgerinnen und vor allem die wichtigen Anzugträger in diesem Land nichts machen, machen wir weiter. Und damit hören wir auch nicht auf. Und weil das einen ganz schön langen Atem braucht und uns einiges abverlangen wird, habe ich jetzt drei Gründe für euch, warum wir nicht aufhören werden und warum wir weitermachen. Nummer eins, wir sind die, die es schaffen können. Wir sind die Generation, die diesen Scheiß aufhalten kann. Wir sind die Generation, die diesem Theater, diesem Klimakaos ein Ende setzen können. Das sind wir. Generation vor. Und schon vor 30 Jahren gab es junge Menschen, die was gemacht haben. Schon vor 30 Jahren gab es junge Menschen, die gesagt haben, hört auf. Und vor 30 Jahren haben Leute gewusst, dass wir jetzt handeln müssen und trotzdem stehen wir 30 Jahre später wieder hier. Aber wir sind die Generation, die es schaffen kann. Wir sind vernetzter als je zuvor, wir sind globaler als je zuvor. Wenn Leute sagen, sie haben Lobby und Geld, dann haben wir Macht und eine globale Vernetzung. Wenn Leute sagen, sie haben Information, dann haben wir eine Digitalisierung, die uns Informationen zukommen lässt. Wir lassen uns nicht aufhalten, weil wir sind die Generation, die agil genug ist, die informiert genug ist, die politisch genug ist, zu sagen, nein, so und nicht weiter. Wenn es eine Generation schaffen kann, dann wir. Grund Nummer zwei. Wir haben die Wissenschaft auf unserer Seite. Wir gehen, so absurd es klingt, für die Wissenschaft auf die Straße, für Fakten, die waren schon vor 40 Jahren relativ klar und die sind heute klarer als je zuvor. Wir wissen, dass da 23.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Scientists for Future, hinter uns stehen. Die sagen, die jungen Menschen haben recht. Wir lassen uns nicht abschrecken, weil wir wissen, dass die Wissenschaft an unserer Seite ist. Und wenn Leute sagen, geht doch in die Schule und lernt was und werdet was, dann sagen wir, so, macht ihr doch bitte eure Hausaufgaben, denn wir brauchen Leute, die jetzt handeln. Und wenn Leute sagen, wir haben keine Ahnung vom Klima und es braucht Profis, dann sagen wir, wir haben 23.000 Profis an unserer Seite und die sagen, wir haben recht. Wir lassen uns nicht einschüchtern, denn wir haben die Wissenschaft bei uns. Und der Grund Nummer drei, morgen ist es zu spät. Wir sind die Generation, die die Klimakrise aufhalten kann und wir sind die Generation, die die Klimakrise aufhalten muss. Wir wissen, dass es morgen zu spät ist. Wir wissen, dass es keine Option ist, für uns zu warten, bis wir alle ganz friedlich in irgendwelchen Ämtern sitzen und dann doch irgendwie verschlafen, was notwendig ist. Wir wissen, dass wir jetzt handeln müssen. Wir wissen, dass in den nächsten 2 bis 5 Jahren so viel passiert sein muss,
dass wir überhaupt über eine Zukunft reden können, die uns noch in irgendeiner Form beherbergen kann auf diesem Planeten. Wir wissen, dass wir die Generation ist, der die Zeit davonläuft. Und das feuert uns an. Und deswegen stehen wir auch 15 Wochen nach dem ersten Streik noch. Deswegen stehen wir hier auch als europäische Bewegung. Denn die Klimakrise ist eine globale Krise. Es ist eine europäische Krise. Und deswegen haben wir heute Leute zu Gast aus 7 Ländern. Aus England, aus Belgien, aus der Schweiz, aus Polen, aus Dänemark. Und dann ist da noch so ein schwedisches Mädchen, das niemand kennt. Wir sind auf der ganzen Welt. Wir sind in 100 Ländern aktiv. Wir sind globaler, als es jemals eine Bewegung war. Und wir wissen das. Das macht uns enorm mächtig. Und Leute bekommen Angst, das sehen wir in Reaktionen, das ist genau richtig und es zeigt uns, dass wir irgendwas richtig machen. Und deswegen, Leute, machen wir weiter. Wir werden den Leuten so lange auf die Nerven gehen, bis sie begreifen, dass sie an der Reihe sind, was zu tun. Und wir werden uns nicht einlullen lassen von Politikern, die sagen, oh, schön, dass ihr das macht. Und wir werden uns nicht verschrecken lassen von Leuten, die sagen, ihr könnt ohnehin nichts machen. Wir sind die Generation, die das schaffen kann. Wir sind diejenigen, die das schaffen müssen und wir werden das schaffen und deswegen wir weitermachen und deswegen wir lauter werden und stärker und globaler und internationaler und wir lassen uns von nichts und niemanden aufhalten. Ihr seid großartig und wir haben die Sache im Blick und ich bewundere jede Person, die heute hier ist, die mit ihren Eltern darüber spricht, wen sie wählen, die selbst wählen geht, die andere Leute mitbringt, die sich nicht abschrecken lassen und die Vernetzung vorantreibt. Das spricht sehr für jeden Einzelnen hier, das spricht sehr für alle Gespräche und für uns als Generation. Leute, irgendwo sind wir ein bisschen großartig, lasst uns das nicht vergessen, dabei sind wir wütend und mutig, mutiger als viele andere in diesem Land und deswegen sehen wir uns auch in den nächsten Wochen wieder. Dankeschön, dass ihr da seid.